Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu unserem Spiel This War of Mine. Die letzte Nacht war erfolgreich, wir waren nochmals an der Scharfschützenkreuzung und konnten alles wieder mitnehmen, was wir das letzte Mal zurückgelassen haben. Wir haben außerdem 20 Kräuter und eine Schnapsbrennerei im Keller, die wir aber nicht befeuern können, weil uns der Zucker fehlt. Wir hoffen inständig, dass heute der Händler kommt. Der Händler... Mir sind nur noch 6 Grad. Was ist denn passiert? Wie schnell ging das denn? Vor allem würde ich halt unglaublich gerne das verbesserte Heizgerät haben, statt 2 Standardheizgeräten. Aber ich kann nicht mal noch ein zweites Heizgerät bauen. Was wir bauen können, ist der Thermoregulator, die wir brauchen, um das hier abzugraden. Das werden wir auch machen. Und ja, wenn der Händler jetzt nicht bald kommt, dann haben wir ein Problem. Was wir auch machen können, ist auf jeden Fall die letzten beiden Brennstoffteile, die wir haben, da rein zu feuern. Wir haben zwar noch Holz, mit dem wir mehr Brennstoff herstellen können, aber das ist natürlich ja, nicht das effizienteste Vorgehen. Der Händler ist da. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Okay, jetzt muss es gut durchdacht werden. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Denn was wir jetzt alles brauchen, sind Teile. Und wir haben jetzt Kräuter, wir können... Und Zucker. Zucker, Teile, vielleicht sogar Waffenteile. Schauen wir erstmal, was er alles hat. Er hat Zucker. Nicht viel, aber immerhin. Was wir haben ist... was sind die Diamanten? Hier. Gut, wir können uns einigen. Ist noch nicht allzu viel. Wir nehmen all sein Holz. Wir nehmen all sein Holz. Das reicht immer noch nicht. Ihr seht schon, diese Diamanten sind gar nicht mal so viel wert. Gut, wir können uns einigen. Das reicht schon nicht mehr. Handeln. Emilia, du als Anwältin kannst doch bestimmt richtig gut. Hoffe ich doch hier traden, dass du uns die besten Preise rausholst. Wir haben noch mehr Diamanten, die weg müssen. 5 Brennholz. Sehr gut. Munition werde ich jetzt erstmal lassen. Wir nehmen noch einen Filter mit, solange das noch geht. Den Rest des Holzes macht er schon nicht mehr. Und ein Teil, ja, das macht er. Handeln. Wenn ich das jetzt so kleinteilig mache, dann weil ich das Maximum jetzt rausholen muss, müssen hier gucken, dass man echt gut, wir können uns einigen, dass wir echt alles, was irgendwie geht, mitnehmen können. Handeln. Er hat 2 Bandagen und die werden wir auch kaufen. Die werden wir kaufen für die Mutter der beiden Kinder. Und wenn wir dafür eine Dose... Holla, 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 holla. Oder 2 hiervon raushauen müssen, dann machen wir das. Das hier wollen wir tauschen. Die Bestandteile von Medikamenten, damit können wir nichts anfangen. Teddybär auch. Buch würde ich schon hier lassen. Aber dann können wir zumindest eines... Jetzt reicht es schon nicht mehr. Krass. Das ist mein Scherz, das reicht nicht. Ein Kräuter. Kräuter ist wertvoll, okay. Dann würde ich eher mit noch... wir haben ja noch Teile, um das aufwiegen zu können. Wie gesagt, die Kräutermedizin, manchmal helfen sie, manchmal nicht. Das lassen wir. Wir haben richtige Medikamente. Wenn wir sie brauchen, nehmen wir die richtigen Medikamente. Von daher nehmen wir das, lassen wir das da drin. Und füllen das noch auf, soweit es geht. Fertig handeln. Dann 49, sehr gut. Ist noch nicht allzu viel Zeit vergangen. Er hat noch 4 Teile. Wir brauchen alle. Was wir nicht brauchen, ist Essen, Tabak, dies, das. Die hier sind auch recht interessant. Haben wir etwas, was wir da weggeben wollen für? Eigentlich nicht. Eigentlich erstmal nicht. Jetzt ist es so, dass wir mit den Kräutern arbeiten müssen. 4 Teile für 3 Kräuter. Das kann doch nicht sein. Weißt du, wie lange ich dafür gearbeitet habe, um diese Kräuter zu bekommen?
Zucker, es steht außer Frage. Holz auch. Es sind die Bücher. Wir müssen an die Bücher gehen. Wobei die halt auch... Ah. Lass uns erstmal gucken, dass wir jetzt unseren Ofen verbessern, weil diese Investition jetzt in einen besseren Ofen ist langfristig so viel wert. Wenn es jetzt eben Winter wird, dann ist jedes Brennholz, das wir da reinschmeißen, so viel mehr wert. So viel. Wir müssen überlegen, achso, ich wollte ja eigentlich runter in die Schnapsbrennerei. Außerdem können wir dabei noch... was sind denn alle? Was ist er denn? Schläft er? Er schläft hungrig, zufrieden, müde. Pavle baut. Er ist da auch. Dann wollen wir hier hinten natürlich noch... Wieso ist denn jetzt das Brennholz weg? Haben wir es rausgeholt aus dem anderen? Ah, nee, wir haben es gekauft bei ihm. Okay. Neu aufsetzen. Dann machen wir 4 Brennholz, damit das hier ein bisschen wärmer wird. Wir sind bei plus 10 Grad. Wir haben es im Auge, wie weit das noch geht. Ausgeschlafen, sehr gut. Wir versuchen, mehr Schnaps herzustellen. Braucht auch Brennholz. Und das werden wir herstellen aus einem Holz. Dann werden wir da 2 Schnäpschen herstellen. Das in der Brennblase weiterverarbeiten. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie lange das dauert. Das hier dauert schon 4 Stunden. Aber ist auch das Maximum, was wir herstellen können. Wir haben nur 8 Zucker. Den Schnaps können wir dann nochmal tauschen, wobei er gar nicht mehr so viel hat. Was wir aber auf jeden Fall noch machen müssen, ist mit viel Dünger und Wasser wieder Gemüse aufsetzen, gehe ich mal von aus. Gemüse oder... Wir haben nur noch einen Dünger, aber wir können mit einem Fleisch noch mehr Dünger herstellen. Das in 0,3 Stunden. Das machen wir auch. Dann lohnt sich das Aufsetzen von den nächsten. Von dem nächsten. Und das wird wieder Gemüse sein. Ja. Gemüse ist auf jeden Fall die wertvollere Alternative. Ein paar Kräuter haben wir ja jetzt. So, dann 72 Stunden, 8 Gemüse. Mit mehr Dünger könnte man noch mehr. Aber nee, 8 ist das Maximum, haben wir festgestellt. Dann passt das doch. Sehr gut. Dann guck mal, was man da Schnaps bei dieser Brennblase hier brauchen. Wie lange das dauert. Das dauert nur eine Stunde. Wir brauchen Filter, Brennmaterial und Schnaps. Brennmaterial kann man herstellen. Da müssen wir jetzt mal hier 6 Stück herstellen. Das ist klar. Wir sind bei 20 Grad. Wir müssen unseren Ofen nicht weiter befeuern. So weit, so gut. Und wenn er hier in 4 Stunden fertig ist, dann können wir schauen, dass wir das weiterverarbeiten. Wir schauen hier nochmal, was wir brauchen. Wir brauchen reinen Alkohol und Teile. Wir brauchen reinen Alkohol, Kräuter, die haben wir. 4 Stück. Und mit reinem Alkohol und Kräutern ohne Teile können wir die Medizin herstellen. Und Tabak ist mir völlig egal. Aber die Bandagen, die sind natürlich viel wert. Deshalb, wir brauchen auf jeden Fall noch dieses eine Teil, das er hat. Schauen wir mal, ob wir das dann gegen eine Flasche Schnaps plus noch ein paar Zahnräder von ihm tauschen wollen. Es ist ein gerader Tag, es gibt nichts zum Essen. Und Filter haben wir gerade bekommen. Den nutzen wir auch. Er ist fertig mit dem Brennmaterial. Wir warten noch ein bisschen. Hier ist gut. Wir hören Radio. Es wird kälter, Schneefälle wird es geben. Zigaretten und Tabak sind mehr verfügbar, sind jetzt mehr wert. Hungersohn Krankheiten sind nach wie vor. Musik spielt, das ist doch gut. Hungrig, zufrieden, müde. Das ist auch lustig. Pavle, wieso bist du? Dann leg dich schlafen. Hungrig und müde. Ja, jemals war da. Hungrig und zufrieden. Alle sind zufrieden, weil es so gut bei uns läuft. Ich bin mir sicher, ob dieser Schlaf jetzt noch reicht für heute, dass sie heute Nacht dann nicht mehr müde sind. Aber sie können ja beide dann nochmal sich hinlegen. Ja, es ist gefährlich da draußen, das ist mir klar. Aber was wir jetzt gleich machen werden, ist eben hier dann reinen Schnaps aufsetzen. Wenn wir ihn geerntet haben.
Ach, Filter, verdammt. Hat er keine mehr. Aber er hat noch dieses eine Teil. Dann brauchen wir ein Teil, um einen Filter herzustellen. Um den Filter dann rein Schnaps aufzusetzen. Doch, wir können auch einen herstellen. Der ist sehr gut. Dann machen wir das doch. Und Waffenteile hat er nicht, ne? Ich würde schon gerne die Werkbank dann auch weiter aufbauen. Wenn es jetzt ein langer Winter wird, dann können wir an dieser Werkbank oder dieser Waffenbank auch schauen, dass wir eine Axt bauen. Wobei, ich muss mal gucken, was nicht jetzt schon geht. Erstmal nicht interessiert. Was wir erstmal machen, ist diesen Schnaps aufsetzen. Und dann aber im Anschluss gucken, was wir für unseren eine Buddel Schnaps noch kriegen. Wenn wir dann mehr Zucker haben. Sehr gut. Können wir da rein? Wir kriegen 2 Reihen Alkohol innerhalb von einer Stunde. Das ist natürlich ein Wort. Haben wir jetzt überhaupt noch eine Flasche Alkohol? Ja. Da nehmen wir die 4 Teile und... Hab ich schon gesagt hier, das reicht nicht. Na gut. Gut, wir können uns einigen. Werden wir auch. Kriegen wir noch eine. Das hier dazu? Nee. Handeln. Zwei Reihen Alkohol. Damit können wir doch. Das sehen wir uns erstmal auf. Den Filter können wir bestimmt nochmal gebrauchen. Dann können wir doch hier oben die erste Medizin herstellen, oder nicht? Wir haben den Alkohol noch nicht geerntet. Aber ja, genau, wir haben 5 Teile. Wenn wir den Alkohol geerntet haben, können wir unsere eigenen Bandagen herstellen. Hätten sie jetzt hier nicht kaufen müssen, dringend. Aber immerhin. Ha, kriegen wir es noch aufgesetzt? Nee, dauert eine Stunde. Aber immerhin. Klick auf Herstellen. Okay. Wenn die Kinder vielleicht dann erst in 2 Nächten kommen, ist ja auch gut. Dann haben wir noch mehr Bandagen. So, wir gehen wieder plündern. Hungrig, zufrieden, müde. Dann schläfst du im Bett. Hungrig, müde, schläfst im Bett. Und Bruno steht wache. So. Wir können die Autowerkstatt besuchen, um dem alten Herrn ja, Bandagen anzubieten. Aber ich glaube, er möchte mehr Medikamente haben, ne? Große Menge Lebensmittel, Materialien, große Menge Werkzeuge, Medikamente, große Menge Waffen, etwas Teile, möglicher Handel. Zerstörte Villa, das heißt, einige Leute leben hier immer noch. Hier mal etwas Medikamente, große Menge Waffen, braucht man nicht. Baustelle war immer gut. Aber da gibt es auch noch Medikamente und Waffen, wenn wir ein Sägeblatt haben. Hier auch Medikamente und Waffen. Was wir brauchen, sind Teile. Eine Menge Materialien, eine große Menge Waffen. Eine Menge etwas Lebensmittel, eine Menge Medikamente. Die sind auch alle hinter der hinter dem Sägeblatt. Doppelhaus. Eine Menge Material, eine große Menge Medikamente. Mögliche Handel, Gefahr. Dann lass uns ins Doppelhaus gehen und dort traden. Ja, vorbereiten. Mit traden. Ne, wir könnten, wir gehen nochmal. Ah, was haben wir denn bei der Autowerkstatt alles geholt? Bei der Autowerkstatt haben wir vor allem Teile und Elektroteile geholt. Weil mit den Medikamenten können wir jetzt schon gut traden. Und ich habe vergessen, wie viel von diesen Madagen wir jetzt aufsetzen. Ich glaube nur eine, ne? Das ist unser Backup. Mit Schnaps können wir weiterarbeiten. Was wir brauchen, sind Teile. Was wir abgeben können,
sind, die hier zumindest eins. Medikamente auch. Und Dosennahrung auch, weil wir haben so viel Essen. Und wenn wir ein Sägeblatt haben, kriegen wir noch mehr. Was wir brauchen ist Zucker und Teile. Okay. Dann gehen wir plündern und hoffen, dass wir dort nicht erschossen werden. Die Gefahr schwingt ja leider immer mit. Aber vom letzten Mal wissen wir ja, dass sie eigentlich keine Gefahr darstellen. Wir sind trotzdem vorsichtig, wenn sich hier nichts bewegt, dann sind das meistens nur Mäuse. Schauen, wie die Lage ist. Ganz vorsichtig. Wir schauen runter. Hallo? Hallo, ich habe einige Sachen zum Tauschen. Müsstest du es sehen? Ja, gerne. Gut. Er hat, was haben sie? Teile, Waffen, Zucker. Genau, was wir brauchen. Hier oben hat er noch vieles anderes Zeug, was uns egal ist. Gut, wir können uns einigen. Verdammt beeindruckend. Oh, Brennholz. Filter. Mehr Teile. Dann können wir ein bisschen was wegnehmen. Ist ja immer noch großzügig. Jetzt ist es ein Scherz. Dann nehmen wir ein paar Teile weg. Das reicht nicht. Noch ein paar Teile. Das reicht immer noch nicht. Noch ein paar Teile. Noch ein paar Teile. Immer noch nicht. Okay. Ja, dann, jetzt ist es wieder großzügig. Jetzt reicht es. Sehr gut. Dann passt das so. Handeln. Dann geben wir ihm noch die Medizin. Für... Wasser. Waffenteile. Teile. Haben wir dann schon alle? Okay. Die nehmen wir mit. Ein Holz. Das Holz ist so teuer geworden. Aber brauchen wir schon, ne? Wie viel Platz haben wir überhaupt noch? Jetzt wieder großzügig. Dann lass doch ein Teil hier und gib uns stattdessen die drei Waffenteile. Das reicht schon wieder nicht? Na gut. Ah, das war auch Wasser. Wie viel Wasser kannst du uns geben? Okay. Dann machen wir es so. Finde ich gut. Holz haben wir ein bisschen was dabei. Wir wissen, dass es hier noch andere Teile gibt, wenn wir sie brauchen. Bücher, dies, das. Handeln. Ich hoffe, wir haben genügend Platz im Rucksack. Haben wir jetzt irgendwas weggegeben? Oder nicht mitnehmen können? Ich weiß es gar nicht. Aber da hätte man wahrscheinlich eine Benachrichtigung bekommen. Nun gut, wir gehen ganz langsam wieder zurück. Wir haben keine Eile. Wir möchten niemanden provozieren. Wir gucken aber hier oben trotzdem nochmal. Was mal bei einem geteilten Haus so alles finden, wenn wir denn uns da umschauen. Alles sehr geräumt. Hier ist noch ein bisschen was. Zeit haben wir ja ohne Ende. Ach, das schon her. Ja, die hätte man nicht kaufen müssen. Ja, komm mal nochmal her. Also das geteilte Haus ist klar, Gefahr. Aber wir können da jederzeit handeln, was halt auch einfach Gold wert ist. Auch wenn wir immer nur einen Rucksack voll mitnehmen können. Vor allem Holz. Ey, hier kommen wir nochmal her. Wir kommen hier nächste Nacht nochmal her. Holen Restteile, holen Rest Holz. Aber erstmal will ich noch wissen, gibt es eine Möglichkeit, auch hier in den Keller zu kommen? Er macht sich hier so zielsicher auf den Weg, ne? Und hier gibt es auch noch Zeug. Oha. Oha. Ey, wir kommen hier sowas von safe nochmal her. Und buddeln schon mal. Und gucken jetzt beim Buddeln zu. Wenn es jetzt Hardcore-Winter wird, das ist eine der größten Herausforderungen, unser Haus über 16 Grad zu halten. Wenn es unter 16 Grad länger ist,
werden sich viele erkälten, werden kränkeln und dann braucht man Medikamente. Medikamente sind teuer, brauche ich euch nicht sagen. Aber was eben auch teuer ist, ist auf jeden Fall das Brennmaterial. Brennmaterial bekommt man durch Teile, durch Holz und durch Bücher. Wobei natürlich einem das Herz blutet, wenn man Bücher dann nutzen als Brennmaterial. Ist das trotzdem in so einer Ausnahmesituation, dass es manchmal dann unvermeidlich ist. Aber das Effizienteste ist meiner Meinung nach immer noch das Holz. Was aber sehr schwer, also sehr rar wird, sehr teuer wird. Beim Händler Holz zu kaufen, wird dann ein Unding. Der kostet zwei Holz, keine Ahnung, ein Nahrungsmittel oder so. Beim Material selbst, dafür gilt natürlich dasselbe. Von daher ist es eine Alternative, wenn man mit einer Axt nochmal überall hingeht und dort die ganzen Möbel zerschlägt. Das ist eine Möglichkeit, die man hat, wenn man die Axt einsteckt. Hier zum Beispiel würde es dann so sein, oder bei diesem Schrank. Das hier ist schon Diebstahl. Müssen wir nicht unbedingt machen. Ich mag nur mal hier gucken, was für Optionen wir haben. Ohne was zu klauen, weil sobald wir klauen, werden die halt so super aggro. Aber dass der Weg hier unten schon mal frei ist und hier unten vielleicht auch was dabei ist, was man nicht klaut, ist mir dieses Buddeln hier wert. Ihr seht schon, das Buddeln dauert ewig lang, kennt ihr ja von der ersten Folge. Mit einer Schaufel wird es viel schneller gehen, aber was wir haben, ist Zeit. Was wir nicht haben, sind unendlich viele Ressourcen. Aber ich mag trotzdem nochmal mir so einen Überblick verschaffen. Das ist ein richtig großes Haus. Wenn wir hier reingehen, da müssen wir schon reingehen, wenn er hier draußen sitzt. Und dann hier zu plündern, ohne in irgendwelche in die Bredouille zu kommen oder irgendwelche Auseinandersetzungen, ist quasi nicht möglich. Vor allem, wenn sie Waffen haben, dann würden wir ohne Waffen hier nicht lange überleben. Und was man nicht machen, ist mit Waffen da reingehen. Solange es nicht irgendwie erforderlich ist. Das Artilleriefeuer im Hintergrund hört sich an wie Donner. Und hier unten ist auch tatsächlich noch Zeug, was wir so mitnehmen können, ohne dass es den Besitzern des Hauses oder Besetzern, hey, Holz ohne Ende, bitte aufstößt. Und Teile, okay, renn zum Ausgang. Nee, warte. Schau bei der Gelegenheit mal noch hier durchs Schlüsselloch. Vielleicht nicht so laut. Okay, hier ist einfach nur der Aufgang. Das wollen wir uns gar nicht erst angucken. Wir folgen unserem Protagonisten. Auf den Weg hinaus. Hoffen, dass wir mal wiederkommen. Ach, hier war auch noch Zeug. Ja, gut zustande, ja. Dass wir jetzt die Besitzer hier nicht böse gemacht haben. Einfach nur, weil wir ein bisschen Schutt zur Seite geräumt haben. Aber Marco wird auf jeden Fall morgen wieder in das geteilte Haus gehen. Spoiler. Warning. Tag 21. Wir hoffen, dass es allen gut geht. Wir wurden ausgeplündert. Es ist nichts passiert. Sie haben es wirklich ernst gemeint, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Wir hatten einige Waffen, das reicht nicht für alle aus. Keiner uns wurde verletzt, Angreifer haben nichts gestohlen, Wache leistet gute Arbeit. Dank unseres Investments in Barrikaden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich freue mich darauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt, irgendwas spielt. Das War of Mine, bis dann.